Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir hatten am letzten Samstag unsere Gebetsnacht und wir sind so begeistert, was Gott tut. Wir haben so viele Gebetserhörungen gehört und es lohnt sich wirklich, Gott zu vertrauen und dran zu bleiben. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Gott ist nur ein Gebet von dir entfernt. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Gott ist nur ein Gebet von dir entfernt. Wir lesen da in Philipper 4, Vers 6. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm alles, was euch fehlt und dankt ihm. Ist das nicht wunderbar? Fällt es dir schwer, Gott anzubeten? Wir dürfen das in jeder Lage tun. Lösungen sind oftmals nicht schnell da, weil wir sagen, ja, wir wollen alles schnell. Wir sagen Amen und schon soll es dastehen. Aber wir dürfen in jeder Lage zu Gott beten und er hört auch in jeder Lage. Und das ist wunderbar, dass wir uns das auch vorstellen, dass wir zu einem Freund beten. Nicht zu einem Giganten, der nichts irgendwo, der juckt, wo es sagt, ach, die paar Menschen da unten. Nein, wir beten zu einem Freund und komm mit deinem Herzen zum Herzen Gottes. Lass dein Herz reden, weil das ist die Wahrheit, wie es dir wirklich geht. Wie viele Gebete werden gebetet, so schön formuliert und sind manchmal oft ein Teil Lüge, weil es einem gar nicht so gut geht, wie man betet. Gott kennt uns, er kennt dein Herz. Gott nimmt dich ernst und er hört dich auch und er möchte dich auch erhören. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt auch mit jedem bist, der sagt, ach ja, wie soll ich nur beten und hilft das überhaupt? Ich danke dir dafür, dass du dich einem jeden als den lebendigen Herrn und Heiland zeigst. Danke. Amen. Und weil wir in jeder Lage zu Gott beten können, wollen wir für all diese Anliegen, die eingegangen sind, auch beten. Und ein Mann hat folgendes Gebetsanliegen. Hallo, ich habe Schuppenflechte und seit kurzem wieder eine Dermatitis. Im Moment grüble ich wieder viel, warum und woher diese Hautkrankheiten kommen. Es belastet mich sehr und mehr als sonst. Ich würde mich freuen, wenn Sie für mich beten. Ja, Jesus, und wir danken dir, dass du diesen Mann kennst und dass du diese Schuppenflechte heilst und diese Dermatitis. Danke, Jesus, dass du die ganze Haut wiederherstellst, so wie du sie geschaffen hast in deine göttliche Schöpfungsordnung. Und wir danken dir, dass nichts mehr zu finden ist an dieser Haut. Und ich danke dir für positive Gedanken für diesen Mann und dass die Grübelei aufhört, dass er es wirklich in deine Hände legen kann und dass er nicht rumgrübeln muss, sondern dass du ja ihm hilfst und dass du eingreifst. Danke, Jesus. Schenk ihm neue Kraft und neues Denken. Danke, Jesus, für deine Berührung für ihn. Danke. Amen. Amen. Und mehrere Gebetsanliegen sind wegen Ohrengeräusche. Da schreibt jemand, hallo liebe Schwestern und Brüder, ich habe seit ein paar Wochen ein sehr unangenehmes Ohrgeräusch, das trotz Medikamente und Arztbesuch nicht weichen möchte. Bitte betet für mich. Und noch ein Anliegen, danke für Ihren Dienst, bitte um Gebet für meinen Mann wegen Tinnitus. Und Jesus, ich danke dir, dass du all die Menschen kennst, die Ohrgeräusche haben, Tinnitus oder einfach Störungen in den Ohren. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du diese Ohren wieder in ihre völlige Funktion bringst, dass diese Geräusche aufhören. Und ich danke dir, dass alles entmachtet ist, was da nicht in Ordnung ist in diesen Ohren. Und ich danke dir, dass du jede Person berührst, die irgendetwas mit den Ohren hat. Danke, Jesus, dass wir es in deine Hände legen dürfen und dass du auch das mit ans Kreuz genommen hast. Danke für vollkommene Heilung und Wiederherstellung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns weiter dein Anliegen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und per E-Mail kam folgendes Anliegen. Wie kann ich meinem Vater vergeben? Ich habe, seit ich in der Schule war bis jetzt, und ich bin nun 28 Jahre alt,
das Gefühl, nicht angenommen zu sein. Mein Vater hatte zwar Geld, aber er hat mir nie seine Liebe gezeigt, beziehungsweise habe ich bis heute nie gespürt, dass er mich liebt. Ich fühle mich von meinem Vater nicht angenommen. Bitte könnt ihr mir helfen. Ja, das gibt's oft, aber dir möchte ich wirklich sagen, zuerst mal, du bist von dem himmlischen Vater angenommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das musst du dir auch klar machen, weil dann bekommst du auch die Kraft zu vergeben, weil Jesus auch uns vergeben hat, die wir auch so viele Fehler gemacht haben. Aber was wir immer wieder feststellen, in solchen Situationen haben die Eltern, die Fehler gemacht haben, oftmals auch dasselbe erlebt in ihrer eigenen Kindheit und wissen manchmal nicht, wie es besser geht. Und es ist wichtig, dass wir hineinkommen, dass du auch hineinkommst, dass du ihm vergibst, auch wenn er es jetzt noch falsch macht. Und ich weiß, sowas tut so furchtbar weh, solche Schmerzen, man denkt immer dran. Aber erinnere dich an den göttlichen Vater. Er ist der, der dich liebt. Und in dieser Liebe darfst du auch deinen Vater lieben. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt dieser Person wunderbar begegnest. Mit deiner grenzenlosen Liebe, mit deinem Frieden. Herr, lass den so groß werden, Herr, dass so viel Liebe drin ist. Herr, dass vergeben werden kann und dass wirklich eine Vergebung und, Herr, eine ganz neue Liebe entsteht, die noch nie da war im ganzen Leben. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, schenk die Kraft dazu und das ganze Ja, Aber, dass das auf die Seite gelegt wird, Herr. Du hast bedingungslos uns vergeben. Herr, lass uns lernen, das auch denen zu tun, denen gegenüber zu tun, die uns Unrecht getan haben. Danke, Herr. Amen. Amen. Und eine junge Frau schreibt uns eine dramatische Situation. Ich bin 35 Jahre alt und habe ein Alkohol- und Drogenproblem. Immer wieder versuche ich aufzuhören, falle aber nach ein paar Monaten wieder in alte Muster zurück. Es war nie so schlimm, dass ich körperlich abhängig war, aber die Sucht beeinträchtigt mich doch sehr. Ich lüge, das ist wohl das Schlimmste. Zudem lebe ich seit fast 18 Jahren mit einer Angst- und Panikstörung. Ich war in Kliniken, gehe zur Therapie, aber nichts hilft dauerhaft, weil ich nirgendwo ganz ehrlich sein kann. Richtig zu beten traue ich mich nicht mehr, weil ich einfach Angst davor habe, so weit wie ich mich von Gott entfernt habe. Ich bitte um Gebet für mich, damit ich die Kraft und den Willen finde, mein Leben wieder in die Hand zu nehmen, mich wieder Gott zuzuwenden und dass ich meine Angst loswerde, die mein Leben so bestimmt. Ja, dir kann ich nur raten, wieder anfangen zu beten, weil der Herr Jesus, er hat offene Arme. Er kommt nicht, ja, aber du hast und das hast du falsch gemacht und jenes hast du falsch gemacht und hat eine ganze Liste, die er dir runterliest. Nein, er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Und du kannst ihn mit deinem Wortschatz wirklich sagen, Herr Jesus, mir geht es so übel. Mir geht es so übel, bitte hilf mir. Zeige du mir den Weg. Und ich sage dir, je mehr du dich mit Jesus beschäftigst, auch mit dem, was in der Bibel steht, das ist genauso mit Jesus und mit Gott beschäftigst, desto mehr kommst du raus aus dieser Sucht und aus all diesem Kreislauf, wo dir sonst keiner langfristig helfen kann. Ich rate es dir. Danke, Herr, dass du jetzt auch dieser Person so zur Seite stehst. Und alles, was ihr widerstrebt, all die Angst, vorwärts zu gehen, all die Angst, dich zu anbeten, dass sie genommen wird, dass sie wirklich Mut hat, mit dir ehrlich zu reden über den ganzen Mist, über die Lüge und alles, dass sie dir die ganze Story erzählt, was alles so schlecht ist und was sie davon denkt und was sie falsch gemacht hat, dass sie richtig Mut hat, dir offen das Ganze, den ganzen Schrott hinzukippen, weil du bist der Einzige, der sagt, ich vergebe dir, ich helfe dir neu anzufangen und ich danke dir dafür. Hilf auch ihr ganz, ganz besonders. Danke, Herr. Amen. Amen.
Menschen erleben Gottes Hilfe. Und so schreibt uns jemand: Ich hatte letzte Woche um Gebet für meinen Ex-Mann und seine neue Frau gebeten. Er ist nur noch Haut und Knochen mit Leberzirrhose im fortgeschrittenen Stadium. Heute ruft mein Sohn an und sagt, dass es seinem Papa so viel besser geht. Laut Arzt sind die Leberwerte gut und er sei in einem Jahr wieder vollkommen gesund. Danke, Jesus. Und beim nächsten geht es um eine Gesichtslähmung. Bei meiner Tochter ist ein Nerv im Gesicht abgestorben. Dadurch hat sie eine Gesichtslähmung, die ähnlich wie bei einem Schlaganfall aussieht. Der Arzt meinte, es wird wieder, dauert aber ein halbes Jahr. Ich darf heute davon berichten, dass es keine 6 Monate, sondern nur 6 Wochen gedauert hat. Danke für eure Gebete. Wie schön. Und eine Frau wurde an den Augen geheilt. Voller Freude und Dankbarkeit kann ich über eine Gebetserhörung meiner Augenentzündung berichten. Ich danke Ihnen für Ihre Gebetsunterstützung. Als ich Ihnen geschrieben hatte, wusste ich, Jesus heilt mich. Wie schön, wenn man das erleben darf. Ja, das ist immer so schön. Ich freue mich auch immer auf diesen Moment, wo Isolde die wunderbaren Gebetserhörungen vorliest. Lass es uns wissen, wenn du was erlebt hast, auf die eingeblendete WhatsApp-Nummer. Lass es uns wissen und wir werden es gerne weitersagen, weil diese Wunder, die braucht jeder, weil wenn es heißt, das ist bei dem einen geschehen, dann kann es auch bei mir geschehen. Der Tipp des Tages. Wir hatten es ja von Gebet ist eine ganz einfache Sache und wir sollen beten und Gott ist nur ein Gebet entfernt. Und was sind gerade deine 3 größten Sorgen? Nimm sie jetzt oder nachdem die Sendung rum ist, wenn du Zeit hast, und bete. Bete. Gott erhört Gebet und er möchte dir auch diese Sorgen wegnehmen, denn er ist größer wie deine Sorgen. Wir beten gerne für dich. Und deshalb darfst du uns gerne auch dein Anliegen senden. Die Infos sind wie immer eingeblendet und auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Diesen Input heute haben wir aus unserem Gebetsleitfaden, den wir geschrieben haben, und den kannst du auch gerne haben. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Hallo, schön, dass du vorbeischaust. Du interessierst dich für Gebet? Das ist was Wunderbares. Du darfst zum himmlischen Vater beten wie zu einem Freund. Rede mit ihm, was dich bedrückt, was du brauchst, was du haben möchtest. Sag es ihm mit deinem Herzen oder wie du möchtest. Betet ohne Unterlass, steht in der Bibel geschrieben. Und du sagst, ich kann doch nicht den ganzen Tag in einer Kirche sitzen. Und genau das ist der Punkt. Du kannst überall beten, egal wo du bist. In der Küche, beim Kochen, beim Autowaschen oder im Büro, in der Schule. Überall, wo du Gottes Hilfe brauchst, da kannst du beten. Gebetserhörung, gibt es überhaupt so etwas? Ich sage ja. Es ist aber nicht so, dass man oben was reinwirft und unten kommt die Lösung raus. Nein, Gott hat eine ganz spezielle Art und Weise, dir zu helfen. Ich sage dir, probier es aus. Wir verabschieden uns nun und wünschen dir Gottes Segen und einen wunderbaren Tag. Alles Gute und der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.